Hallo, hallo ihr Lieben. Ja, ich bin mal wieder an einem Platz hier, wo ich schon ganz, ganz lange nicht mehr war. Es hat aufgehört zu regnen und jetzt bin ich mal hier hochgelaufen und wollte eigentlich schon den ganzen Tag ein Video machen über Wut. Ja, dieses Thema ist gerade auch im Programm Die Frau, die alles hat, präsent. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass Wut auch ein Thema von dir ist. Weil die Wut ist eigentlich richtig geil. Wut ist Power. Wut ist eine Emotion, ist eine Energie, die richtig Pfeffer hat, die richtig Bewegung bringt. Die Wut hat einen schlechten Ruf, weil man ihr nachsagt, sie sei zerstörerisch. Und das ist sie auch. Die Wut ist zerstörerisch. Aber ich finde es ein wahnsinnig geiles zerstörerisch sein, weil die Wut zerstört deine alte Scheiße. Und das ist auch ihr Auftrag. Dafür ist Wut da, dass du in deine Kraft kommst, dass du endlich aufhörst, mi und so, ach ja, und ja, geht schon, ja, ist nett, ja. Dass du aufhörst in dieser Larifari Nichtschöpferenergie dich zu bewegen. Und diese Wut kommt genau dann, wenn du bereit bist, alten Kram, alte Überzeugungen, alte Glaubensmuster, alles Alte endlich loszulassen. Weil, worauf bist du wütend? Du bist wütend, weil die Dinge nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Du bist wütend, weil du dir nicht eingestehst, was du wirklich willst. Du bist wütend, weil du dich mit einem Zustand, mit einem Status quo, mit einem Leben zufrieden gibst, das nicht das ist, was du wirklich, wirklich willst. Du bist wütend, weil dein göttliches Selbst, dein wahres Selbst, ist sowas von nicht in Einklang mit dem Leben, das du jetzt für dich bewusst gewählt hast. Dein göttliches Selbst, dein wahres Selbst, deine Wahrheit will so viel mehr. Dein göttlicher Verstand, der steht da und beamt und sagt, du kannst alles haben, was du willst. Du kannst alles kreieren, was du willst. Du kannst ein Leben so erschaffen, wie du es haben willst. Und gleichzeitig ist da wieder dein rationaler Verstand, dein analytischer und dein logischer Verstand, dein konditionierter Verstand. Und der sagt, nein, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich bin vielleicht zu schlecht. Ich bin nicht gut genug. Andere können das. Dafür muss man geboren sein. Dazu braucht man eine andere Ausbildung. Und dein göttlicher Verstand, der sitzt da und sagt, du kannst alles haben, was du willst. Was bellst denn du an da? Bär, was ist da? Psst, was ist denn das? Was ist da? Sie bellt irgendwas an. Und genau so bellt's in dir, genauso bellt's in dir, wenn dieser Kampf herrscht, dieser Kampf des eigentlichen wahren Wissens, dieser Weisheit, das für dich
immer gesorgt ist, dass für dich alles möglich ist, dass du nur die Wahl treffen musst. Und gleichzeitig dieses kleine Ich von dir, dieses eingeschränkte, dieses unterdrückte, konditionierte Ich von dir, sehr, ey, jetzt ist gut. Das sagt dir die ganze Zeit, was du alles nicht kannst, wie gut du nicht bist, dass du Fehler machst, es kritisiert dich die ganze Zeit. Es gibt dir einfach schlichtweg ein Gefühl, dass du es nicht drauf hast, dass du es mal wieder nicht geschafft hast. Entschuldigung, aber wenn, ist doch normal, dass wenn man so destruktiv betextet wird die ganze Zeit, betrachtet wird, erkannt wird, dann, ich meine, da muss doch jeder wütend werden, oder? Da muss doch wirklich jeder wütend werden. Weil das ist ja das Allerletzte, wenn man sich so eine Scheiße die ganze Zeit anhören muss. Und genau das ist der Grund für deine Wut. Der Grund für deine Wut ist dieses Kleinspielen, dieses Eingeengte, dieses Unterdrückte, dieses ich bin nicht Schöpfer, dieses ich bin Opfer. Das macht dich so wütend. Und zum Beispiel der Gedanke wie, jetzt habe ich ja alles probiert und ich mache es immer noch nicht gut genug und ich mache es immer noch nicht richtig. Was soll ich denn noch machen? Warum bin ich denn nicht endlich gut genug? Warum klappt es endlich nicht? Warum klappt es bei anderen? All dieses Geplapper macht dich wütend. Das macht dich so wütend und das ist auch gut so, dass du mal richtig explodierst. Weil diese Scheiße dir weiterhin anzuhören, die überhaupt nicht stimmt, diese ganzen Lügengeschichten, das ist gut, wenn du wütend wirst. Ich hoffe, du wirst auch wütend. Ich hoffe, du wirst richtig, richtig wütend. So wütend, dass du Entschlüsse triffst, dass du Entscheidungen triffst, dass du einen Entschluss fasst, dass du Entscheidungen triffst, dass du aufhörst, dich billig zu verkaufen, dass du aufhörst, dich wertlos zu fühlen, dass du aufhörst, dich einzufügen und anzupassen, dass du aufhörst, irgendwelche Grenzen zu erschaffen, dass du endlich aufhörst, hier dieses dich als Sklave zu verdingen, wobei du doch göttlicher Schöpfer bist, wobei doch alles aus dir heraus entsteht. Und ja, sei wütend, wenn du Sklaverei kreierst. Sei wütend, wenn du dir Wertlosigkeit kreierst. Sei wütend, wenn du dir Krankheit kreierst. Sei wütend, wenn du dir Ablehnung kreierst. Sei wütend. Und dann wisse jetzt, nach diesem Video, was diese Wut bedeutet. Diese Wut bedeutet, dass du endlich das tun sollst, was du dir wünschst. Dass du endlich so leben sollst, wie du es dir wünschst. Und dass du endlich so denken sollst, wie du es dir wünschst. Dass du dich endlich so fühlen und selbst betrachten solltest, wie es für dich gedacht ist. Und deswegen wünschst du dir das ja auch. Also, bitte, nehme dir meine Worte zu Herzen. Mein Angebot steht. Ich habe heute ein ganz besonderes Angebot lanciert. Und zwar, die Frau, die alles hat, die geht in die Sommerpause. Respektive, sie öffnet erst nächstes Jahr wieder dieses Programm in der Art und Weise. Am 7. September ist unser letzter Call. Du kannst dich jetzt bis nächste Woche Dienstag, das ist glaube ich der 3. August, anmelden zu einem Spezialpreis, um bei den letzten 6 Gruppencoaching-Calls dabei zu sein und um dein privates Mentoring auch noch für dich zu haben, zu einem super genialen Preis. Ich glaube, es sind 2800 irgendwas zerquetschte Euro. Und das wird dein Leben verändern.
und du wirst erkennen, wer du wirklich bist. Du wirst ihm auf die Spur kommen, was dich so wütend macht. Du wirst ihm auf die Spur kommen, warum du dir ein Leben kreiert hast, das nicht dem entspricht, was du gerne hättest und was für dich gedacht ist. Und vor allem wirst du lernen, wie du es verändern kannst. Und das ist so, so wichtig, diesen Schritt zu gehen. Und wenn das, lass das deinen ersten Schritt sein und komm in diese wunderbare Gruppe und merke und sehe, was nicht alles möglich ist, wenn du der Wahrheit, der Schöpfung und deines göttlichen Seins auf die Spur kommst. Und das Ganze ohne Huhuhu, Wischiwaschi, Wischiwaschi, ohne du musst, du musst, du musst. Du musst Bedingungen erfüllen. Es ist absolut bedingungslos, weil du bist ein bedingungsloses Wesen. Du hast keine Bedingungen zu erfüllen. Du musst nur sein. Und dieses Sein, wie kann ich sein? Wie darf ich sein? Wie muss ich richtig sein? Das hat so viele falsche Vorstellungen auch wiederum. Das hier auch nochmal ein riesengroßes, große Reinemachen notwendig ist, dass du dir erlauben kannst, einfach bedingungslos zu sein. Und aus diesem Sein heraus, aus diesem wahren Sein heraus, alles zu erschaffen. Und melde dich einfach wirklich nur an, wenn du bereit bist, alle Paradigmen, alles, was du bis jetzt geglaubt hast, zu hinterfragen und zu überprüfen, ob es denn stimmt, ob es wirklich, wirklich wahr ist. Weil nur dann kannst du andere Sachen glauben. Und erst dann, wenn du andere Sachen glaubst, wirst du andere Sachen erschaffen. Also, dieses Angebot gilt bis zum 3. August. Die Frau, die alles hat, schließt erstmal ihre Türen am 7. September. Bekommt dann einen Relaunch im nächsten Jahr, auf jeden Fall. Bis dahin gibt es andere geniale Sachen. Eine davon kann ich jetzt auch schon verraten. Und zwar, ich möchte mich wirklich darauf konzentrieren, dass die Ladies, die ganz, ganz große Schritte machen wollen, ganz große Schritte machen wollen, eine mega geniale Möglichkeit bekommen, mit mir zu arbeiten. Darauf habe ich jetzt richtig, richtig Lust. Ich habe richtig Lust, Berge zu versetzen. Ich möchte Berge versetzen. Ich möchte richtig große, große Berge versetzen. Also sei gespannt auf das Programm, das ich da lanciere. Weiterhin kann ich auch kurz verraten, geht eine neue Ausbildung los, Master of Divine Healing. Die fängt jetzt auch an, weil der erste Teil ist im Selbststudium. Und du wirst mehr davon hören. Aber worum es mir wirklich geht, ist, dass du dich daran erinnerst, dass du keine Grenzen hast, dass du die oder derjenige bist, der alles erschafft, dass es im Außen keinen anderen gibt. Everyone is you pushed out. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann gibt es eben auch keinen mehr, der dich kritisiert, keinen mehr, der dir irgendwas nicht erlaubt, keinen mehr, der dich unterdrückt, keinen mehr, der dir Angst macht, keinen mehr, der dich wütend macht. Weil dann weißt du, wer du bist und dass das andere einfach nur auch deine Kreationen sind. Und warum kreierst du dir Mangel und Wut? Warum kreiert man sich das? Genau aus dem Grund, aus dem man sich eben all die Dinge kreiert, die gar nicht notwendig sind. Weil du glaubst, weil du wirklich, wirklich glaubst, dass es da eine Macht außerhalb von dir gibt, die noch irgendwas zu sagen hat
und gegen die du vorgehen müsstest, gegen die du rebellieren müsstest, die du ablehnen müsstest. Und so geht's halt nicht, sondern es geht anders. Und das sage ich immer wieder genau, und ich sage auch hier in meinen Videos immer genau, wie es geht. Aber dennoch die konsequente Umsetzung, wirklich konsequent, das ist einfach das, worum es geht, das zu leben, konsequent zu leben, jeden Moment. Dazu bin ich da, da helfe ich, da zeige ich, da bin ich Vorbild, weil I walk my talk. Also, schönen Tag noch. Tschüssi.